Sind die EZB und die Fed mithin, also die Notenbanken, machtlos gegen den Crash? Das ist im Grunde die Frage, die heute entschieden werden muss, nachdem beide Notenbanken erneut Schritte gemacht haben, die EZB eine Art Bazooka ausgepackt hat und die Fed jetzt versucht, den Geldmarkt zu stabilisieren in den USA. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem, was heute zu erwarten ist. Das Problem an dieser Geschichte bisher ist zumindest gewesen, dass trotz dieser Maßnahmen, die ich Ihnen gleich zeige, die asiatischen Märkte negativ sind. Nikkei minus 1%, obwohl die Bank of Japan ETFs wieder massiv gekauft hat. Aber wir sehen eben auch Hang Seng, andere Märkte, wie vor allem in Australien, da geht es weiter bergab. Es sind die Rohstoffländer und die Rohstoffwährungen, die hier am meisten auf die Mütze kriegen. Australischer Dollar, neuseeländischer Dollar, wie sie alle heißen. Schauen wir uns aber jetzt mal zunächst die Maßnahmen an. Da haben wir zunächst mal die EZB. Die wollen eine sogenannte Pandemic Emergency Purchase Program auflegen, PEP. Klingt so ein bisschen nach Pep Guardiola, und das soll so lange dauern, bis die Pandemie dauert oder bis Ende 2020. Meine Vermutung ist, dass wenn die Pandemie längst weg ist, dieses Vehikel immer noch da ist, aber vielleicht ein bisschen anders heißen wird. Lagarde hat heute gesagt, es gibt keine Grenzen unseres Commitments zum Euro. Wir werden alles in unserer Macht Stehenden tun, um hier zu helfen im Rahmen unseres Mandats. Welches Mandat kann man da sagen? Das ist doch alles Schnee von gestern. Jetzt geht es um ganz andere Dinge. Und die Fed weiß das zumindest und hat jetzt hier eine sogenannte Market Mutual Fund Liquidity Facility aufgelegt, MMLF, immer sehr, sehr interessante Namen. Worum es faktisch geht, ist, dass man den Geldmärkte, wo es vor allem kurzfristige Liquidität gibt, die Unternehmen finanziert, dass man den am Laufen hält. Faktisch ist jetzt die US-Notenbank ein maßgeblicher Player in dieser in diesem Geldmarkt und versucht sozusagen hier das Nervensystem oder das Herz, das dann das Blut, nämlich die Liquidität in den Kreislauf pumpt, hier zu unterstützen, wahrscheinlich eine richtige Maßnahme. Schauen wir uns mal an, was dazu zum Beispiel gestern Kylie Bass gesagt hat, der legendäre Hedgefund-Manager. Der hat gestern in einem CNBC-Interview wahrscheinlich richtigerweise gesagt, in 2008 und 2009 waren die Banken das Problem, oder sie waren eigentlich das Problem. Jetzt könnten die Banken Teil der Lösung sein, denn vor allem in den USA sind die Banken ja deutlich besser aufgestellt als in Europa. Da sah die Sache bis vor kurzem eigentlich noch relativ gut aus. Aber es ist natürlich so, dass jetzt die Notenbanken diese ganze Geschichte wieder aufs Gleis kriegen müssen. Warum die Asiaten heute abverkauft haben, ist vielleicht, weil man so ein bisschen hinter diesen Vorhang der Potemkinschen Dörfer geschaut hat seitens der Märkte. Man sieht also, dass da möglicherweise doch hinter der schönen Fassade einiges faul ist, und das riechen eben auch die Anleihenmärkte. Hier sehen wir die fünfjährigen CDS, also Credit Default Swaps, die Ausfallversicherungen, und hier sehen wir, dass etwa es sehr viel mehr kostet, noch sich gegen eine Insolvenz, gegen einen Zahlungsausfall der USA zu versichern, als das noch vor einigen Tagen war. Und das Gleiche gilt für Japan. Wir sehen also die Risikoprämien gegen eine Pleite von Staaten steigen. Das zeigt, dass sozusagen wir ja faktisch vor MMT stehen, Modern Monetary Theory. Das ist sozusagen die totale Kontrolle, die respektive das totale Eintreten des Staates in den Markt, womit wir dann eigentlich gar nicht mehr von einem Markt sprechen können, aber davon mal abgesehen. Schauen wir uns an, wie die US-Aktienmärkte bewertet sind. Market Cap to GDP, Marktkapitalisierung zu BIP, das ist deutlich günstiger geworden. Wir sind jetzt nur noch bei 106% in etwa, damit auf dem Niveau, wie wir es zwischen 2005 und 2009 auch gewesen sind, mithin also der Finanzkrise. Gleichwohl ist das immer noch ein bisschen hoch, wenn man sich mal vor Augen führt, dass jetzt praktisch auch die USA mehr oder weniger stillsteht, dass die Läden stillstehen. Und ich will Ihnen mal hier diese Grafik zeigen. Es gab jetzt eine Umfrage in den USA von Meinungsforschungsinstituten, die Leute gefragt haben, merkst du schon, was da los ist? Hast du Einkommensverluste, Jobverluste? Diese Umfrage schloss am 14. März, also vor einigen Tagen schon. Da haben etwa 20% der Amerikaner gesagt, ja, ich verdiene bereits weniger Geld.
Ich habe Aufträge verloren. Das dürfte sich jetzt nochmal absolut potenziert haben in den letzten Tagen. Nun muss man wissen, dass etwa 44%, also fast die Hälfte der Amerikaner, als schlecht ausgebildet gelten, als praktisch von der Hand in den Mund lebend. Und diese Leute sind es, die jetzt zuerst das Problem spüren. Dementsprechend könnte jetzt, wenn da nicht sofort und schnell was erfolgt, die Arbeitslosenquote durchaus, wie Steve Mnuchin kürzlich gesagt hat, auf 20% steigen in den USA und etwa 30 Millionen Amerikaner sehr rapide und sehr schnell praktisch vor dem Nichts stehen. Die sind hoch verschuldet, da hat man wenig Reserven, aber viele Schulden, Kreditkartenschulden, Autoloans und. Also da ist einiges am Start und das muss irgendwie rausgeholt werden, gerettet werden, sonst haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem im Ölmarkt. Hier sehen wir, dass wir praktisch jetzt auf dem Niveau von 1990 sind, 30 Jahre zuvor bei $20 war sozusagen das Öl. Und hier nochmal ein Blick, diese Commercial Papers, die auch die EZB jetzt kaufen will, mithin, also wenn man will, Schatzwechsel. Hier sehen wir die Risikospreads, wie die sich entwickelt haben zu T-Bills, also zu kurz laufenden US-Staatsanleihen. Booms geht's nach oben und wir sehen eben auch Booms, den Spike nach oben in selbst der deutschen Anleiherenditen. Mithin ist also da selbst der sichere Hafen nicht mehr sicher. Das ist genau das große Thema. Es muss das Vertrauen her und heute wird die Entscheidung fallen, ob dieses Vertrauen nochmal rettbar ist. Schauen wir uns mal an, was hier der DAX zaubert. 8.418, sah vorher schon schlimmer aus, sah vorhin noch besser aus. Da sind die US Futures ein bisschen nach oben gegangen. Die Charts, meine Damen und Herren, Sie wissen, von wem die sind. Wir sehen S&P 500 2376. Schauen wir uns Euro an. Der findet das gar nicht so schlecht, was die EZB hier fabriziert. 1,0933. Wir sehen Gold 1490 und Crude Oil. Immerhin $23,49. Was für eine imposante Rallye. Also, das ist der Stand der Dinge. Das ist die nächste Aktion im Lehman-Drehbuch durch die Notenbanken. Die EZB jetzt mit einer Aktion, die ein bisschen intelligenter ist. Man wird sozusagen damit einiges erreichen. Ich denke schon, die Fed versucht jetzt auch an der zentralen Nervenstelle, nämlich dem amerikanischen Geldmarkt, anzupacken. Die Frage ist nur, wie weit geht noch die Liquidierung von Positionen oder sehen wir jetzt eine Rallye? Möglich ist es. Geht der Abverkauf weiter? Derzeit ist alles drin. Es geht um Vertrauen. Das ist der entscheidende Punkt. Der Vertrauen, dass diejenigen, die vorher am Lenkrad saßen, zumindest noch einigermaßen die Richtung bestimmen können. Diese Frage wird vielleicht heute entschieden. Ich sage Servus und Tschüss.